bin schon seit Jahren der Meinung, Sir, dass unsere Spezialausrüstung veraltet ist. Und jetzt bietet sich durch die Computeranalyse eine völlig neue Möglichkeit an. Ein Miniaturverfahren, zum Beispiel eine radioaktive Phase. Man bringt sie unauffällig in den Taschen des Gegners unter und dessen Aufenthaltsort ist jederzeit auszumachen. Vorerst brauchen wir dringend den Aufenthaltsort von 007. Nummer 10 kommt in der Operation Bethlehem nicht weiter. Miss Moneypenny. Was sagt die Nachrichtenabteilung? Sämtliche Antworten auf unsere Anfragen in Kairo, Amsterdam und Madrid sind leider negativ, Sir. Der Premierminister will persönlich informiert werden, sobald er gefunden ist. Irgendwo an einer südlichen Küste hat eine Frau sich entschlossen, ihrem jungen Leben ein Ende zu setzen. Langsam wartet sie in die Fluten. Doch plötzlich wird sie von starken Armen gepackt, die sie wieder ans Ufer tragen und in den Sand gleiten lassen. Guten Morgen. Mein Name ist Bond. James Bond. Miss, Keine Bewegung. Aufstehen. Hände hoch, über den Kopf. Vorwärts. Los, da rein. Hinlegen. Und während 007 sich mit den beiden Farbigen herumprügelt, macht sich das nun nicht mehr lebensmüde Fräulein aus dem Staub. Das wäre dem anderen nie passiert. Ah, Commander Bond. Haben Sie Gepäck, Sir? Im Kofferraum. Nehmen Sie alles gleich rauf. Wird gemacht, Sir. Ah, Commander Bond, wie geht es Ihnen, Sir? Danke, mir geht es glänzend, Manuel. Apartment 516. Hm, wie gewohnt ist wieder lebhafter Verkehr in Ihrem Haus. Ja, die Saison läuft gut an. Sagen Sie, gehört der rote Kuguar da draußen zufällig einer jungen Dame? Ja, Sir, der Contessa Teresa di Vincenzo, eine Schönheit. Unser Fürstenapartment. Zum Glück hat kurzfristig jemand abgesagt, sonst wäre es nicht frei gewesen. Gestatten Sie? Bitte schön. Das hat mir der Arzt verschrieben. Ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank. Am Abend stattet 007 dem Casino einen Entspannungsbesuch ab. Ponte Canier. Suivi. Carte. Carte. 20.000. La Banque 20.000. Give la Banque. 20.000 à la Banque. Give la Banque. La Banque 20.000. 20.000 la Banque. Der Bank 20.000. 20.000 Bank. Das ist mir zu riskant. 20.000 Bank. Bank 20.000. Banco. Banco de Boo. Carte. 9. Bank in mir. Madame? Ich kann nicht bezahlen. Ich habe kein Geld bei mir. Ihr Geld, Madame, c'est impossible. Mir tut's auch sehr leid, aber ich habe wirklich kein Geld bei mir. Die Puppe kann nicht bezahlen. S'il vous plaît, Madame. Venez avec moi. S'il vous plaît, Madame. Ich bitte um Verzeihung, ich war eben nicht ganz bei der Sache. Madame hat offenbar vergessen, dass wir heute Abend Partner sein wollten. Bitte machen Sie weiter. Es gibt doch Kavaliere. Mit meiner Cousine war es letztes Jahr ganz ähnlich. Warum sind Sie eigentlich so versessen darauf, mich zu retten? Das wird langsam zur lieben Gewohnheit von mir, Contessa Teresa. Teresa war eine Heilige. Man nennt mich Tracy. Also, Tracy, das nächste Mal spielen Sie auf Nummer sicher. Auf Nummer sicher spielt, wer am Leben bleiben will. Bitte bleiben Sie am Leben. Wenigstens für heute Nacht. Kommen Sie nach. Ich hoffe, es wird sich lohnen. Partner. Monsieur. Schicken Sie das auf Apartment 423 mit 2 Mark Kaviar. Oui, oui, monsieur. Oui. À la pointe. Tracy. Tracy. Rowdy. Na, viel Spaß beim Aufräumen. Hm, Beluga, das hebt die Stimmung. Und nach diesem kleinen Tete-a-Tete kehrt 007, wenn auch etwas unbefriedigt, in seine eigene Suite zurück. Und während er sich einen Martini einschenkt, nicht gerührt, stiehlt eine schlanke Damenhand seinen Revolver aus dem Jackett. Sie haben viel Sinn für Überraschungen, Contessa. Sie doch auch, Mr. Bond. Kommen Sie immer bewaffnet zu einem Rendezvous? Gelegentlich. Ich bin etwas unfallanfällig. Geben Sie das Ding lieber mir. Sind Sie nicht ein bisschen zu selbstsicher?
wenn ich sie nun zum Spaß erschießen würde. Unter Spaß stelle ich mir was Hübscheres vor. Es wird Zeit, die Spielerei zu beenden. Wer war der Mann in Ihrem Zimmer? Sie tun mir weh. Darauf kam es Ihnen doch heute Abend an. Wer war der Mann? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich kann Ihrem Gedächtnis auch noch etwas nachhelfen. Das glaube ich Ihnen gern. Machen Sie mit mir, was Sie wollen, aber ich habe nicht gelogen. Ziehen Sie sich an. Sie sind eine außergewöhnliche Frau. Ihre Meinung über mich interessiert mich nicht, Mr. Bond. Ich bin aus geschäftlichen Gründen hier. Ist Le Bleu dafür nicht ein bisschen zu aufreizend? Sie kennen sich also in Parfums aus. Was wissen Sie noch? Ein klein wenig über Frauen. Sehen Sie in mir eine Frau, die Sie gerade gekauft haben? Wer kauft schon eine Frau? Tracy, Sie schulden mir gar nichts. Ich habe den Eindruck, Sie haben Schwierigkeiten. Wollen Sie nicht darüber reden? Nein, Mr. Bond. Das Einzige, was Sie wissen müssen, ist, dass ich meine Schulden immer bezahle. 20.000 Frauen sind eine Menge Geld. Mhm. Am nächsten Morgen ist Contessa Tracy verschwunden. Guten Morgen, Commander Bond. Guten Morgen. Zweimal Kaffee komplett und frischen Orangensaft. Bitte sehr. Und verbinden Sie mich mit 423, bitte. Tut mir leid, die Contessa Di Vincenzo ist abgereist, Sir. Abgereist? Ja, vor ein paar Minuten. Danke sehr. Und die Schulden voll bezahlt. Ja. 2000 Franc-Chips zeigen, dass die Dame eine Dame war. Doch in der Hotelhalle erwartet 007 die nächste Überraschung aus der Kategorie unangenehm. Mr. Bond? Ja? Sie haben etwas verloren. Ach, tatsächlich? Kommen Sie, wir geben es Ihnen draußen. Ja, machen wir einen flotten Dreier. Sie denken aber auch an alles. Was für eine reizende Überraschung, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ich geht's hin. Wo sind wir denn diesmal eingeladen? Sie haben eine Verabredung. Geschäftlich oder privat? Ihr macht's aber spannend. Nehmen Sie das Ding weg, ich will die Fahrt genießen. Nach langer Fahrt erreicht der Wagen den Hafen. Aussteigen. Ah, ist ja schon dunkel. Basta! Werfen Sie noch nicht Ihr Messer, Mr. Bond. Nicht bevor wir einen Drink genommen haben. Und wenn Sie dann noch wollen, gebe ich Ihnen eine neue Chance. Ich bin Draco von Draco Constructions. Das Messer trifft den Kalender am 14. Aber wir haben heute den 13., Commander. Ich bin abergläubisch. Martini für unseren lieben Gast, Olam. Aber gern, geschüttelt, nicht gerührt. Ich weiß. Campari für mich. Mhm. Entschuldigen Sie, dass ich Sie auf so ungewöhnliche Art hergebeten habe. Nehmen Sie doch Platz. Ich wusste ja nicht, ob Sie eine formelle Einladung annehmen würden. Eine Pistole auf der Brust ist ja nicht weniger formell. Hm. Danke, Cherie. Wir beenden unseren kleinen Streit nachher. Ganz wie du willst. Ich habe Sie einer Damenkapelle wegengagiert. Sie spielte Saxophon. Aha. Salute. Cheers. Sie trinken doch gewöhnlich korsischen Brandy. Hm. Was wissen Sie noch über mich? Mark Ainge Draco, Führer der Korsischen Union, eines der bedeutendsten Verbrechersyndikate Europas. Das bedeutendste? Nicht ganz. Eine Organisation, die als Spectre bekannt ist, arbeitet weltweit. Immerhin, ihre legale Geschäftsfassade ist irgendwie eindrucksvoller. Draco Constructions, elektronische Geräte, ausgedehnte landwirtschaftliche Besitzungen. Ihr Dossier über mich ist nicht ganz komplett. Ich bin auch noch Theresas Vater. Tracy? Ja, Tracy. Mein einziges Kind. Ihre Mutter war Engländerin. Sehr romantisch. Sie träumte von Banditen, deswegen fuhr sie nach Korsika. Ähnlich wie die Frauen, die von einem Scheich träumen und in die Wüste fahren. Sie begegnete mir in den Bergen, wo ich mich damals vor der Polizei versteckte. Ich verliebte mich in sie. Wir heirateten und das Ergebnis? Theresa. 12 Jahre später starb meine Frau. Ich schickte Theresa in die Schweiz. Nein, danke. Ich rauche lieber meine eigenen. Um ihr eine gute Erziehung zu sichern. Leider fehlte ihr dort die richtige Aufsicht. Ich hätte ihr lieber ein ordentliches Zuhause geben sollen. So geriet sie in die Hände von Playboys. Ein Skandal folgte dem anderen und als ich sie zurechtwies und den monatlichen Scheck stoppte, da trieb sie es nur noch schlimmer. Aus purem Trotz.
Doch hinter ihrer äußeren Bravour fraß irgendwas an ihrer Seele. So was gibt's. Der übergroße Lebenshunger höhlt ein empfindsames Herz aus. Und plötzlich ist alles vorbei. Warum erzählen Sie mir das? Ohne mir vorher etwas zu sagen, heiratete sie einen italienischen Grafen, der sich mit einer seiner Geliebten in seinem Maserati zu Tode fuhr. Offensichtlich war ich zu großzügig und das hat ihr nicht gut getan. Warum ich Ihnen das erzähle? Ich bin informiert worden über alles, was Sie für meine Tochter getan haben. Über alles? Keine Sorge, ich werfe Ihnen nichts vor. Was Sie getan haben, wie Sie sich verhalten haben, könnte für Tracy der Beginn einer gewissen Therapie sein. Sie braucht Hilfe. Ihre Hilfe. Ich finde sie faszinierend, aber sie braucht einen Psychiater, nicht mich. Was sie braucht, ist ein Mann, der sie ganz und gar beherrscht. Der sie mit unwiderstehlicher Leidenschaft zwingt, sich ihm hinzugeben. So einer wie Sie. Vielen Dank für die Blumen, Draco. Trotz all Ihrer Reize, was Sie verlangen, ist nichts für mich. Passen Sie auf, Bond. Ich gebe Ihnen an dem Tag, an dem Sie meine Tochter Theresa heiraten, eine Mitgift von 1 Million Pfund. In Gold. Ein verführerisches Angebot. Aber ich brauche keine 1 Million Pfund. Dummkopf. Nein, bestimmt, mir ist meine Freiheit lieber. Bitte. Ich möchte nur, dass Sie Tracy öfter sehen. Man kann nie wissen, was draus wird. Es tut mir leid, Draco, aber bei meinem Beruf... Ja? Sie haben Verbindungen, für die ich viel geben würde. Wo steckt Ernest Stavro Blofeld? Blofeld? Kürzlich hat er ein paar Leute von mir abgeworben. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Sie könnten es doch rauskriegen. Ja, das könnte ich. Aber Ihre Majestät Secret Service würde ich es nicht verraten. Doch unter Umständen meinem künftigen Schwiegersohn. Fahren Sie fort. Nächste Woche ist mein Geburtstag. An diesem Tag hat mich Theresa immer besucht. Haben Sie verstanden? Ich werde es mal überschlafen. Verschlafen Sie nicht. Wo bist du gewesen? Zu weit entfernt von dir, mein Schatz. Ach, James, immer der gleiche Schmus. Es wird ja immer schlimmer. Du herzloser Mensch, du. Lässt mich hier schmachten und schreibst mir nicht mal eine Postkarte. Von heute an wird nicht mehr geschmachtet. Heute Abend um 8 gibt's Cocktails bei mir, nur für uns beide. Wenn du wüsstest, wie gern. Aber ich warne dich, ich kann nicht für mich garantieren. Immer noch die alte Moneypenny. Großbritanniens letztes Bollwerk. Geh lieber rein, er wartet schon. Sein Barometer steht auf Sturm. Ich entbinde Sie von dem Auftrag Bedlam 007. Verzeihen Sie, Sir, Blofeld ist doch meine Domäne. Sie hatten 2 Jahre Zeit, ihn zu Fall zu bringen. Soll das heißen, Sie haben kein Vertrauen mehr zu mir? Ich bin nach wie vor von Ihren Fähigkeiten überzeugt. Aber eine Lizenz zum Töten ist sinnlos, solange man das Ziel nicht ausmachen kann. Sie werden eine andere Aufgabe erhalten. Danke. Sir, unter diesen Umständen... Das ist alles. Das war ja eine Blitzkonferenz. Wie soll sich ein Mädchen in so kurzer Zeit hübsch für dich machen? Eine Aktennotiz, Moneypenny. Ich bin soweit. Sir, ich habe die Ehre, Sie zu bitten, meine Kündigung, und zwar mit sofortiger Wirkung, entgegenzunehmen. Die Kündigung? Bei wem? Bei Ihrer Majestät Secret Service. Und legen Sie den Wisch diesem Denkmal da drinnen vor. Enttäuscht beginnt Bond, seinen Schreibtisch auszuräumen, der voller Erinnerungsstücke ist. 00, James Bond hier. Er will Sie sprechen, James. Akzeptiert. Er hat akzeptiert. Nicht einmal mit Bedauern. Was hatten Sie denn erwartet? Einen Orden? Ich würde es mal lesen. 2 Wochen Urlaub? Sie wollten doch nicht ernsthaft kündigen, nicht wahr, James? Moneypenny, was sollte ich ohne Sie anfangen? Warum kommen Sie nie auf die Idee, etwas mit mir anzufangen? Das machen wir. Gleich nach dem Urlaub. Wo fahren Sie denn hin? Irgendwo hin, wo ich faulenzen kann. Und ein bisschen schmusen. Was sollte ich ohne Sie anfangen, Miss Moneypenny? Ich danke Ihnen. Als Contessa Tracy am Geburtstag ihres Vaters auf seinen riesigen Gutshof rollt, fällt ihr Blick auf den Wagen von Commander Bond.
Zur Feier des Tages gibt es Reiterspiele und Stierkämpfe. Wie geht's denn? Lange nicht gesehen. Wie geht's Ihnen? Ein strammer Bursche. Da kommt Tracy. Tracy. Tracy? Wo ist sie? Ach, da ist sie ja. Theresa. Alles Liebe und viel Glück zum Geburtstag. Du machst mein Glück vollkommen heute. Du siehst fabelhaft aus. Ich möchte dich mit jemand bekannt machen. Komm mit. Salut, Ola. Sag, Tracy. Geht's dir gut? Schön, dass du gekommen bist. Wunderbar siehst du aus. Grüß dich, Tracy. Guten Tag. Tracy, sieht man dich auch mal wieder. Tracy. Mr. Bond, darf ich Sie meiner Tochter Theresa vorstellen? Contessa. Mr. Bond und ich hatten bereits das Vergnügen. Es ist immer wieder von Neuem mein Vergnügen. Madame gibt einem das Gefühl, besonders willkommen zu sein. Sie mag sie, das sehe ich gleich. Geben Sie mir mal die Adresse von Ihrem Augenarzt. Olaf, ich hatte keine Ahnung, dass Papa und Mr. Bond sich kennen. Wahrscheinlich gibt es eine Menge Dinge über Mr. Bond, die keiner weiß. Vielleicht wäre es aufschlussreich, mit ihm einmal die Abendschule zu besuchen. Papa hat irgendwas vor, das jedenfalls habe ich bemerkt. Glaub mir, Tracy, dein Vater liebt dich über alles. Und was er auch immer arrangiert, er tut es nur, um dich glücklich zu machen. Was hat denn Papa arrangiert, Olaf? Ah, wunderbar, Mr. Bond. Danke sehr. Dankeschön. Auf viele glückliche Jahre. Die besten liegen noch vor mir, hoffentlich. Darf ich? Nehmt doch bei uns Platz. Was machen Sie eigentlich hier? Es war doch sehr liebenswürdig von Ihrem Vater, mich einzuladen. Mr. Bond und ich haben ein Geschäft zu besprechen, Theresa. Was du nicht sagst. Ja. Keine Frau würde diesen herrlichen Champagner für eine geschäftliche Besprechung verschwenden. Ausgenommen natürlich, das Geschäft betreffe sie selbst. Olaf, hast sie du was trifft gesagt? Keine Schuld, Papa. Ich bin nicht umsonst deine Tochter. Ah, eine gewisse Familienähnlichkeit lässt sich nicht leugnen. Ich schlage Ihnen vor, das Angebot noch mal zu prüfen, Mr. Bond. Ich fürchte, Sie übernehmen sich bei dem Geschäft. Ich übernehme mich nie, Verehrteste. Papa? Ja? Mr. Bond benötigt eine Information. Ich möchte wissen, wovon du sprichst. Du hast mir beigebracht, dass ein guter Gastgeber die Bedürfnisse seiner Gäste zu befriedigen hat. Und zwar ohne jede Gegenleistung. Ja, und? Das Wort Gegenleistung ist hier wohl fehl am Platz. Sag es ihm, Papa. Sag ihm, was er wissen will. Sag es gleich. Bitte, bitte, Theresa. Ich könnte nur Vermutungen äußern, nichts Definitives. Sag es ihm, Papa, oder du wirst mich nie mehr wiedersehen. Also gut. Es besteht möglicherweise eine Verbindung zwischen diesem Blofeld und einem Anwalt. Er hat seine Praxis in Bern, in der Schweiz. Sein Name ist Gumboldt. Gumboldt? Ein Schweizer Anwalt? Ja, Gumboldt. So. Nun braucht Mr. Bond sich nicht mehr für mich zu interessieren. Sie irren sich schon wieder. Sie war und ist immer noch ein trotziges Kind. Tut mir leid. Wo ist er hin? Tracy, ich habe gelernt, dass Irrtümer aufgeklärt werden müssen. Besonders zwischen guten Freunden. Oder Liebenden. We have all the time. Ich werde meinen Auftrag erledigen und dann treffen wir uns beide. Und Sie sah ihn niemals wieder? Stell mir einen Martini kalt. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Hammond. Ist der Admiral da? Natürlich, Sir. Hm? Verzeihung, Sir. Commander Bond möchte Sie sprechen. Er soll reinkommen. Aye, aye, Sir. Der Admiral lässt bitten, Sir. Der ist ein bisschen schmächtig für einen Nymphalis Polychloris. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Sie auch von Schmetterlingen etwas verstehen, 007. Was machen Sie eigentlich hier? Ich denke, Sie sind auf Urlaub. Genealogie ist ein viel zu interessantes Gebiet. Ich habe hier einen Brief von den Gebrüdern Gumboldt, Anwälte in der Schweiz. Es betrifft einen gewissen Balthasar Graf de Bleuchon. De Bleuchon? Französische Übersetzung für Blofeld. Ich habe Sie von dem Fall Bedlam entbunden, 007. Haben Sie das vergessen? Ich nehme an, dass Sie mich wieder darauf ansetzen werden. Die Fotokopie des Briefes an unser Amt für Heraldik in London. Sein Anspruch auf den Titel soll nachgeprüft und bewiesen werden. Ich habe mir die Freiheit genommen, mit dem Amt in Verbindung zu treten und habe Fragen zu meinem eigenen Stammbaum vorgeschützt. Die Anfrage ist an Sir Hilary Bray gerichtet. Er hat den Gumboldts geantwortet und ihnen vorgeschlagen, dass er persönlich mit seinem Klienten zusammenkommen will. Ich habe mir das Notwendigste eingepackt und falls Bleuchon einer Begegnung zustimmt, könnte ich als Vertreter des Amtes für Heraldik auftreten. Ich möchte Sir Hilary Bray sprechen, Commander Bond. Jawohl, Sir. Folgen Sie mir bitte. Herein. Ah, guten Tag, Commander Bond. Guten Tag, Sir Hilary. Sehen Sie sich das mal an. Wollen Sie nicht ablegen? Das Wappen von Sir Thomas Bond, Baronet von Peckham, gestorben 1734. Silber auf schwarzem Balken, drei Münzen und ein schöner Leitspruch. Die Welt ist nicht genug.
Für den hat gut gearbeitet, nicht wahr? Danke, wenn Sie das sagen, glaube ich es fast. Danke. Wir haben Ihre Linie zurückverfolgt bis zu Sir Otto Le Bon. Er erhielt das Gut Vicomte Bru als Ritterlehen vom Earl of Thanet im Jahre 1387. Wir haben Glück. Gumboldt hat aus Bern angerufen, um mir mitzuteilen, dass ein Klient mit mir zusammentreffen möchte. Also mit mir? Ja, ja, natürlich. Aber, Commander Bond, ich betone, dass ich mich an dieser Täuschung nur beteilige, weil Sie mir versichern, dass es eine Sache von nationalem Interesse ist. Ich habe nicht übertrieben und mein Amt weiß Ihre Hilfe sehr zu schätzen. Sicherheitshalber werde ich während dieser Begegnung nicht im Amt sein. Ich verliere mich in den Kirchen der Bretagne. Ich hatte sowieso vor, dort ein paar Kupferstiche anfertigen zu lassen. Und wo soll die Begegnung stattfinden? Die Leute sind offenbar vorsichtig und möchten eine Beschreibung von mir haben. Ganz vorzüglich, dann beschreiben Sie mich. Ja, Sie wollen auch noch genaue Angaben machen, wo und wann ich sozusagen abgeholt werden soll. Und das Ganze erscheint recht ungewöhnlich, aber unter diesen besonderen Umständen. Das klingt ja so, als wären Sie misstrauisch. Nein, 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 nicht misstrauisch, eher diskret. Gegen mein Honorar von 1000 Guineas hatte man nichts einzuwenden. Könnte der Titelanspruch zu Recht bestehen? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bin immer dafür, keine verbindliche Auskunft zu erteilen, bevor man nicht absolut sicher ist. Es darf nicht die geringste Möglichkeit eines Irrtums auf unserer Seite noch einer Fälschung auf der anderen Seite geben. Ich hoffe, dass ich Ihre Erwartungen nicht enttäusche. Ach, ein physisches Phänomen könnte Ihnen vielleicht behilflich sein. Bei den echten Blechons fehlten die Ohrläppchen. Natürlich genügt dergleichen für eine Beweisführung nicht, aber es könnte immerhin helfen. Keine Ohrläppchen. Veranlassen Sie ihn doch, dass er mit Ihnen nach Augsburg fährt. Die Blechons haben dort über mehrere Generationen gelebt. Wenn er wirklich unser Mann ist, möchte ich ihn gern aus der Schweiz rausbringen. Sind Sie der Baronet Sir Hilary Bray? Ganz recht, der bin ich. Ich bin Fräulein Irma Bund, persönliche Sekretärin des Grafen. Sehr freundlich. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise. Nein, sie war scheußlich. Ich fahre ungern mit der Eisenbahn. Das tut mir leid. Grunther kümmert sich um Ihr Gepäck. Danke. Ich nehme die Koffer. Waren Sie schon mal in der Schweiz? Nein, bisher noch nicht, Fräulein... Bund. Ein interessanter Name für einen Genealogen. Stammen Sie aus einer Seefahrerfamilie? Seefahrer? Es ist ein nautischer Ausdruck. Er bedeutet so viel wie ein sich aufbauschendes Segel. Den Namen findet man sehr selten. Interessant. Es kann aber nur ein Zufall sein. Das nehme ich auch an. Sprechen Sie Französisch? Fast gar nicht. Wo fahren wir hin? Sie werden bestimmt nicht enttäuscht sein. Bitte sehr. Schlittenfahren ist mein Hobby. Sitzen Sie warm und bequem? Mehr warm als bequem. Ihre Sorge um mich ist überwältigend. Mhm. Natürlich wird 007 verfolgt. So, den halben Weg haben wir hinter uns. Das letzte Stück werden wir fliegen. Ich bin noch nie in meinem Leben mit so einem Ding geflogen. Vergessen Sie nicht, Ihre Pfeife auszuklopfen. Das sind ja vielleicht Angebote. Na, machen wir sie aus. Stoßen Sie sich nicht, Sir Hilary. Bitte schnallen Sie sich an. Also, hinauf zum Gipfel. Da drüben ist eine Lawine runtergegangen. Fahren Sie gern Ski, Sir Hilary, oder lieber Bob? Ich hatte für Sport nie viel übrig, Fräulein Bund. Nicht mal in meinen besten Zeiten. Werden Sie luftkrank, Sir Hilary? Wir überfliegen jetzt die Grenze. Und alles, was oberhalb der Grenze liegt, gehört dem Grafen. Niemand, absolut niemand, darf ohne Erlaubnis des Grafen dieses Gebiet betreten. Da oben, da ist das Blanchon-Institut zur Erforschung von Allergie. Welche Art von Allergie? Alle uns Bekannten. Die Allergie gegen Austern. Oder Heuschnupfen zum Beispiel. Oder der Widerwille gegen Fleischspeisen. Der Graf ist der größte Spezialist auf diesem Gebiet. Ich bin froh, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe. Sie werden lachen. Hier ist nur Eis. Also eines muss ich Ihnen gleich sagen, gegen Waffen bin ich allergisch. Ohne Waffen können wir uns die Spione der Chemiekonzerne nicht vom Leibe halten. Was meinen Sie, wie oft die schon versucht haben, unsere Erfindungen zu stehlen? Ja, ja, wir leben in einer Welt der Habsucht und des Betrugs. Hier bei uns gibt es keine Habsucht. Tatsächlich? Das Blechon-Institut arbeitet nicht auf Profitbasis. Der Graf widmet sein Werk dem Wohle der Menschheit. Das ist ein schöner Zug von ihm. Er möchte der ganzen Welt seinen Stempel aufdrücken. Sehr charakteristisch, dieser Wunsch. Charakteristisch? Ja, für einen wahren Menschenfreund. Ah, früher war das hier mal ein vielbesuchter Sportclub. Jetzt gehört der ganze Komplex dem Grafen. Eine Art Stiftung für wissenschaftliche Forschungen.
Joseph, Sir Hilary Bray, wohnt in Zimmer 4. Alles ist bereit. Ich führe Sie selbst auf Ihr Zimmer. Und Gunther bringt Sie dann zur ärztlichen Untersuchung. Ich fühle mich wieder sehr gut, danke. Oh nein, Sie sind unser Ehrengast, Sir Hilary. Nach Ihrem ersten Flug in einem Helikopter müssen wir uns davon überzeugen, dass Sie ihn gut überstanden haben. Gunther, führen Sie Sir Hilary zu Dr. von Zandt. Jawohl, Fräulein Bund. Stellen Sie zum Chef durch. Ja? Der Engländer ist angekommen. Sorgen Sie dafür, dass er sich bei uns wohlfühlt. Ja. Sie haben 10 Minuten. Dann bringen Sie die Koffer auf Nummer 4. Jawohl. Wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, drücken Sie bitte auf diesen Knopf. Und es kommt sofort ein Diener. Sehr freundlich von Ihnen. Vielen Dank. Nach ihm müssen Sie auch klingeln, um diese Tür zu öffnen, falls Sie hinaus möchten. Ist das nicht ein kompliziertes Verfahren? Nein, die Patienten sollen sich nur nicht gegenseitig stören, wenn sie ruhen sollen. Der Graf ist besonders interessiert daran, dass keiner gestört wird. Sehr einleuchtend. Wann kann ich ihn sehen? Wir haben viel miteinander zu reden. Er wird Sie rufen lassen, Sir Hilary. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir inzwischen im Alpensaal zum Dinner Gesellschaft leisten. Im Alpensaal? Ja, Gunther wird Sie abholen. Sagen wir 7 Uhr. Sehr gern. In der Zwischenzeit unterzieht 007 seine Behausung einer genauen Untersuchung. Fräulein Bund erwartet Sie. Ach, Sir Hilary, kommen Sie, ich mache Sie mit meinen Patientinnen bekannt. Ladies, das ist Sir Hilary Bray, ein Baronet, ein berühmter Genealoge. Guten Abend. Sir Hilary, nehmen Sie doch einen Drink mit uns. Bitte setzen Sie sich. Nehmen Sie doch Platz. Bleiben Sie zu Weihnachten hier, Sir Hilary. Was ist ein Baronet? Das ist eine Art zweitklassiger Baron. Oh, schade. Oh, ich habe nicht gemeint, dass Sie zweitklassig sind. Ich meinte bloß den Titel. Ach, was ist ein ein Genealoge? Das bedeutet so viel wie Arzt für alte Leute. Ach, dann soll er wohl unseren alten Drachen behandeln. Vorsicht, die hat Ohren wie ein Elefant. Was möchten Sie trinken, Sir? Malzwhisky und einfaches Wasser, bitte. Nehmen Sie mir das übel, was ich gesagt habe über Ihren Titel. Nein, Sie haben doch korrekt erklärt, was er bedeutet. Bitte, Sir. Danke sehr. Ach, eine Wohltat, endlich mal wieder einen Mann hier zu haben. Gibt es denn hier sonst keinen? Nur das Personal, und das zählt schließlich nicht als Männer. Über die Interne der Klinik wird nicht diskutiert. Aber was ist ein Genealoge? Erklären Sie mir das doch bitte. Mit dem größten Vergnügen, mein Fräulein. Fein. Genealogie ist die Wissenschaft von der Ahnen- und Stammbaumforschung. Ein Beispiel. Es ließe sich sogar feststellen, ob eine von Ihnen mit dem Königshaus verwandt ist. Vorausgesetzt, dass wir den Stammbaum weit genug zurückverfolgen können. Wenn ich Ihre Familiennamen weiß... Davon machen wir hier keinen Gebrauch. Das gehört zu den Vorschriften der Klinik. Das ist den Damen bekannt. Das wusste ich. Darf ich zum Dinner bitten? Es ist serviert. Unseren Zeitplan pflegen wir strikt einzuhalten. Und unsere Diät auch. Bitte, Sir Hilary, nehmen Sie in der Mitte Platz. Zwischen Helen und Ruhm. Sehr ungewohnt für mich. Ich habe sonst kaum mit jungen Damen zu tun. Sind Sie schüchtern? Ich habe für Sie einen Steak bestellt. Piz Gloria. Ich hoffe, es wird nach Ihrem Geschmack sein. Auf den Piz bin ich sehr gespannt. Steak à la Piz Gloria, das habe ich hier noch nie gehört. Bleiben Sie zu Weihnachten hier, Sir Hilary. Vielleicht, ich weiß noch nicht. Fantastisch, dann könnten wir eine Party für Sie geben. Keine sehr aufregende Party, ein Mann und so viele Mädchen. Ein Mann wie Sir Hilary kann viel bewältigen. Nein, in diesem Punkt fehlt es mir in der nötigen Erfahrung. Halten Sie denn nichts von Frauen, Sir Hilary? Ganz köstlich. Ich war allergisch gegen Hühner, ich bekam Ausschlag davon überall. Sie würden sich wundern, wo überall? Und ich war allergisch gegen Mohrrüben. Jetzt kann ich ohne Rübe nicht mehr sein. Kein Wort über Ihre Rüben, bitte. Der Morchelsalat ist mir heute zu lang. Dann nimm doch selber, der macht Lust. Meine Damen, wir wollen Sir Hilary Gelegenheit geben, uns etwas über seine Arbeit im Amt für Heraldik zu erzählen. Wenn Sie sich dafür interessieren. Oh ja, bitte, Sir Hilary, erzählen Sie. Ja, ja bitte, Sir Hilary, erzählen Sie. Vielleicht sind wir alle ungeheuerlich. Was ist denn Heraldik? Das Amt für Heraldik, auch Wappenamt genannt, hat 13 Mitglieder, die dem königlichen Haushalt angehören. Sie werden vom König ernannt und überwachen sämtliche Vorgänge, die mit der Wappenkunde und der Familienforschung im Zusammenhang stehen. Die 13 Mitglieder des Amtes unterscheidet man übrigens nach verschiedenen Rangstufen. Könige, Herolde und Pussvivant. Diese Titel und Ämter existieren seit vielen Jahrhunderten. Wie interessant, so lange. Das lässt sich weit zurückverfolgen. Zum Beispiel wurde der erste sogenannte King of Arms von Clarenceux im Jahre 1334 mit diesem Titel belehnt. Und der erste Somerset Herold im Jahre 1448. Wenn uns nun ein Wappenschild zur Genehmigung vorgelegt wird, dann kann es alle möglichen seltsamen Zeichen aufweisen. Halbmonde, Vögel, Raubtiere, die am Boden kauern oder sprungbereit sind und Münzen. Verzeihen Sie, was für Münzen? Goldmünzen. Ah. Ich habe ein Buch über diese Dinge mitgebracht. Da ist auch ein Bild von meinem eigenen Wappen drin, mit sehr ausgefallenen Motiven. Wenn Sie brav sind, zeige ich es Ihnen.
Ach ja, zeigen Sie es. Ich wohne im Zimmer. Nein, 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 ich werde mir das Buch von ihm geben lassen. Und jede von Ihnen bekommt es von mir, der Reihe nach. Oh. Es ist doch viel gerechter so, nicht wahr? Aber natürlich, ganz wie Sie es wünschen. Das finde ich aber ganz albern. Er könnte es genauso gut jeder von uns aufs Zimmer Aber sehen möchte ich es schon, das Buch. Mm. Sie will das Buch nur kontrollieren, ob die Raubtiere nicht zu gefährlich sind für uns. Oder die Vögel, denn vor Vögeln muss man sich vorsehen. Ja. Ja. Was ist denn? Ist Ihnen nicht wohl, Sir Hillary? Nur eine kleine Versteifung. Einen einprägsamen Lippenstift haben Sie. Der Graf möchte ihn jetzt sprechen. Der Graf möchte Sie jetzt sprechen. Ah, ja. Grunther wird Sie zu ihm führen. Bitte entschuldigen Sie mich, meine Damen. Mögen Ihre Allergien alle und überall recht bald kuriert werden. Blenden Sie da aus. Schade, dass Sie nicht, dass Sie nach Frauen stehen. Ein entzückender Mann. Ich habe eine Vorliebe für Männer, wenn sie schwach sind. Ja. Ich weiß genau, wogegen der allergisch ist. Ob er zu Hause in London auch so zurückhaltend ist? Goldene Münzen. Bitte warten Sie hier. Guten Abend, Sir Hillary. Balthasar Graf de Bleuchon. Ich denke, Sie haben mich hergebeten, um Ihren Titelanspruch zu prüfen. Um ihn zu bestätigen, denn zweifellos besteht dieser Anspruch zu Recht. Bitte nehmen Sie Platz. Wenn es keine Zweifel gäbe, hätten Sie sich doch nicht um diese Zusammenkunft bemüht. Es ist mir sehr lieb, dass Sie hier sind. Sie werden sich sicher schnell überzeugen lassen. Um gleich zu beginnen. Ich wurde ohne Ohrläppchen geboren. Ein Merkmal, an dem man seit Jahrhunderten alle Bleuchons erkennen kann. Ähnlich wie die Lippe der Habsburger oder die Habichtsnase der Medici. Dagegen ist nichts zu sagen, aber wenn Sie auch von den Bleuchons abstammen mögen, berechtigt Sie das noch nicht, den Titel zu führen. Ich fühle es in meinem Blut und in meinem Herzen. Ich fürchte, das Amt wird konkretere Beweise brauchen. Die können Sie haben. Sämtliche beweiskräftigen Dokumente liegen vor. Titelurkunden, Geburts- und Sterbedokumente. Sie werden Ihnen zur Überprüfung vorgelegt werden. Und wenn etwas fehlen sollte, rufen Sie bitte Fräulein Bund. Sie wird es Ihnen bringen. Fühlen Sie sich auch wohl bei uns? Ja, vielen Dank. Ich bin nur etwas verwirrt von Ihrer bemerkenswerten Klinik. Ich weiß, die Methoden der großen Pioniere sind oft verwirrend für gewöhnliche Zeitgenossen. Ich habe eine Heilmethode gegen Allergien entwickelt, welche darauf basiert, dass jeder Patient in einer sehr genauen psychologischen Balance gehalten wird. Sie werden sehen, meine Patienten werden mit ganz speziellen und äußerst differenzierten Mitteln kuriert. Und Ihre Laboratorien? Die Kur ist natürlich nicht ausschließlich psychologischer Art. Es werden selbstverständlich auch Impfstoffe entwickelt. Impfstoffe, die ganz speziell für den jeweiligen Fall variiert werden. Das alles nimmt mich natürlich sehr in Anspruch. Deshalb werde ich Ihnen wohl nicht so viel Zeit opfern können, wie ich gern möchte. Wenn Sie als Graf de Bleuchon bestätigt werden wollen, müssen Sie mir schon etwas Zeit opfern. Ich benötige Einzelheiten über Ihre noch lebenden Verwandten und über Ihre Eltern und Großeltern. Die Dokumente, die Sie bekommen werden, können viele Fragen beantworten, aber nicht alle. Eins hätte ich fast vergessen. Es könnte uns vielleicht weiterhelfen, wenn Sie mich nach Augsburg begleiten würden. Nach Augsburg? Das ist der Stammsitz der Bleuchons. Im Dom befinden sich wichtige Grabmäler ihrer Familie und in den Archiven der Stadt liegen interessante Aufzeichnungen. Es wäre mir lieb, wenn Sie mich nach Augsburg begleiten würden, weil Ihre Kenntnis der Sache... Das dürfte in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Aber ich bin absolut sicher, dass mein Titel bestätigt wird. Jedenfalls wünsche ich, dass Sie mit den Vorarbeiten sofort beginnen. Es wird mir ein Vergnügen sein, sofort anzufangen. Als 007 wieder allein in seinem Quartier ist, wirft er einen Blick unter seinen Schottenrock. Die nette Dame an seiner Seite hat ihm mit ihrem Lippenstift eine 8 auf den Oberschenkel gemalt. Kurz darauf startet der Agent seinen ersten Ausbruchsversuch, als er Stimmen hört. Warum ist der Graf nicht zu sprechen? Ich muss unbedingt wissen, ob Sir Hillary in Ordnung ist. Wenn nicht, müssen sofort entsprechende Vorkehrungen getroffen werden. Wenn irgendetwas mit dem Mann nicht stimmt, dürfen wir keine Zeit verlieren. Auch 007 verliert keine Zeit. Er knackt die Tür seines Quartiers und begibt sich schnurstracks zum Raum Nummer 8. Sir Hillary. Psst. Ich bringe das Buch. Das illustrierte Buch? Nein, nein, kein Licht machen. Ich möchte doch die Bilder sehen. Das schönste Bild sind Sie selbst, besonders im flackernden Licht des Kaminfeuers. Sie sind vielleicht lustig, so zu tun, als könnten Sie Frauen nicht ausstehen. Gewöhnlich ist es auch so, aber bei Ihnen werde ich schwach. Ihr Lippenstift hat mich besiegt. Ist es ein Wunder? Nenn mich Hilly. Hilly. Und wie heißt du? Ruby Bartlett. Ich wohne in Lancashire, in Morecambe Bay. Was machst du denn hier? Können wir das nicht hinterher besprechen?
Das ist ein Wort. Oh. Du hast ja nichts drunter. Also, wieso bist du hier? Ich hatte eine scheußliche Allergie gegen Hühner. Wir haben zu Hause eine Hühnerfarm und jedes Mal, wenn mir ein Huhn über den Weg lief, dachte ich, ich gehe ein. Ein Spezialarzt erzählte von dieser fabelhaften Schweizer Klinik, wo man umsonst kuriert wird, weil dort zu gleicher Zeit Forschungen betrieben werden. Und weiter? Na, was ist nun mit der Klinik, mein Schatz? Ach so. Also, dieser Spezialarzt brachte mich mit Fräulein Bund in London zusammen. Und die sagte, ich wäre ein besonders interessanter Fall. Die muss hell sehen können. Oh, Hilly. Oh, verdammt. Nein, Hilly. Ich muss an meine Kur denken. Kassette 7. Nummer 8. Wissen Sie noch, wie es war, als Sie zu mir kamen? Wie Sie Hühner gehasst haben? Wie elend Sie sich gefühlt haben, wenn Sie nur ein Huhn sahen? Aber das alles ist jetzt vorbei. Denn ich habe Ihnen gezeigt, wie töricht es war. Und jetzt ist Ihre Kur schon fast zu Ende. Ich habe Sie gelehrt, Hühner zu lieben, Ihr Fleisch zu mögen, Ihren Geruch und Ihr Gegatter. Ja, Ihre Kur ist bald zu Ende. Sie werden wieder nach Hause fahren und Ihre Hühner füttern, die Sie so sehr lieben. Du liebst mich doch auch ein bisschen, nicht, Hilly? Sie müssen lernen, sie in eine Spezialbehandlung zu nehmen. Ich werde Ihnen sagen, was Sie tun müssen. Ich werde Ihnen sagen, Obi, ich werde Ihnen wach auf. Sagen, wie. Und wenn Sie getan haben, was ich sage, vergessen Sie es wieder. Für immer. Für immer. Da es bei Ruby nicht mehr viel zu erleben gibt, zieht sich 007 wieder in seine Gemächer zurück. Eieiei. Das war vielleicht eine wilde Maus. Bin ich die wilde Maus? Das muss ich erst ausprobieren. Wie sind Sie denn rausgekommen? Mit einer Nagelfeile. Ganz einfach. Ja, das war nicht programmiert. Ich komme, um mir das Buch mit den Bildern anzusehen. Ach ja, na, dann zeige ich Ihnen mal was Schönes. Wo habe ich es denn nur? Eben habe ich es noch gehabt. Machen wir doch Licht. Oh nein, um Gottes Willen, bloß nicht. Das schönste Bild sind Sie selbst, besonders schön im flackernden Licht des Kaminfeuers. Aber Sir Hillary. Ja, sag Hilly. Aber Hilly, ich denke, du kannst Frauen nicht ausstehen. Gewöhnlich ist es auch so, aber du machst mich schwach. Dass du mit einer Nagelfeile zu mir kommst, das hat mich besiegt. Ich kann mich nur noch wundern. Was hast du gesagt? Ich meine, es ist ein Wunder. Ein Wunder, dass wir uns hier begegnet sind. Ich kenne nicht mal deinen Namen. Ich erzähle dir alles über mich, mein Liebling. Hinterher. Guten Morgen, Sir Hillary. Die kleine Versteifung von gestern Abend, ist die vorbei? Im Moment spüre ich nichts. Fein, dann machen Sie doch ein bisschen beim Eisschießen mit. Ich habe sowas noch nie gemacht, vielleicht kann ich es gar nicht. Wollen Sie es mir nicht beibringen? Oh, wir fahren bald weg, Hilly. Ich muss dich sprechen. 8 Uhr? Mhm. War der Mann allein? Ah, guten Morgen allerseits. Morgen, Sir Hillary. Wie steht's denn mit Ihrer Nachforschung? Sehr spannend. Ich bin ziemlich optimistisch, Graf Bischof. Was fällt Ihnen ein? Sind Sie nicht bei Trost? Seit wann ist Bergsteigen ein Verbrechen? Lassen Sie mich gefälligst in Frieden. Augenblick. Der Piz Gloria ist Privatbesitz, mein Herr. Was denn? Der ganze Berg? Das gibt's doch gar nicht. Hier stehen überall Schilder. Außerdem hat man angestellt, dass Sie darüber ja belehrt. Ich glaube, Sie sind dran, Sir Hillary. Nein, ich glaube nicht. Ich habe es schon geworfen, aber ich fürchte, ich habe mich blamiert. Das war Ihr erster Wurf, der zählt nicht. Werfen Sie nochmal.
Sehr zuvorkommend, mein Fräulein. Ihre Leute haben auf mich geschossen, das lasse ich mir nicht gefallen. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Direktor dieses Instituts. Jetzt erwarten wir aber eine große Leistung von Ihnen. Es war schon besser, sehr viel besser. Ich lasse Sie mit der Drahtseilbahn hinunterbringen und ich erwarte, dass Sie uns nicht wieder belästigen. Und was ist mit meinen Sachen? Geben Sie mir meinen Rucksack wieder. Ich habe ihn hinterhergeschickt. Ich will ihn aber mitnehmen. Wir haben hier ein paar strenge Vorschriften, die müssen auch von Ihnen befolgt werden. Ich werde den Fall der Polizei melden. Guten Tag, verschwinden Sie. Herr Direktor. Oder Herr Graf, wie ich sicher in Zukunft sagen soll. Sir Hillary? Ich hatte vor, den heutigen Nachmittag freizunehmen. Also wenn Sie die Kabine hinunterschicken, dann... Sie haben doch bereits den Vormittag frei gehabt. Ich brauche eine kleine Abwechslung. Ihre Vorfahren nehmen mich ganz schön in Anspruch. Ja, und das Amt für Heraldik lässt sich dafür hoch bezahlen. Wenn Sie es so betrachten wollen... Ja, ich betrachte es so. Ich möchte Ihnen vorlegen, was ich bis jetzt gefunden habe, und dann mit Ihnen nach Augsburg fahren. Doch nicht über Weihnachten. Da kommt doch sicher kein Mensch an die Dokumente heran. Kommen Sie, meine Damen. Es wird Zeit für die Massage. Können wir uns heute Abend sehen? 9 Uhr. Also gut, wieder an die Arbeit. Naja, man schnumpelt sich so durch. Hilly ist richtig traurig, dass Ruby wegfährt. Hatte die alte Kuh wenigstens gesagt, wann? Das Alt war natürlich nicht so gemeint. Heiliger Schwimmer. Fröhliche Weihnachten, 007. Ich bin Sir Hillary Bray. Oh, nein, 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 Mr. Bond. Ein ehrwürdiger Baronet vom Amt für Heraldik würde doch nicht unschuldige Patientinnen verführen. Außerdem müsste ein so bedeutender Mann besser orientiert sein. Die Grabmäler der Bleuchon befinden sich nicht im Augsburger Dom, sondern in der St. Anna-Kirche. Sir Hillary Bray hätte das gewusst. Ah, ein dummer Fauxpas. Aus so albernen Requisiten wird noch kein Baronet. Und aus ein paar beschnittenen Ohrläppchen noch lange kein Graf de Bleuchon. Da überrasche ich Sie vielleicht noch. Aber für mich haben Sie keine Überraschung mehr in petto. Ich weiß alles über Ihren Auftrag, Mr. Bond. Denn Ihr Kollege, der brave, ehrliche Bergsteiger, ist ein aufschlussreicher Gesprächspartner gewesen, bevor er uns verließ. Es ist Ihnen doch klar, dass er gemeldet hat, wo ich mich aufhalte. Das bezweifle ich. Sie können sicher sein, dass niemand kommen wird, um Sie zu retten. Im Gegenteil. In wenigen Stunden werden die Vereinten Nationen meine Weihnachtsbotschaft erhalten. Die Information nämlich, dass ich wissenschaftlich und technisch in der Lage bin, die Wirtschaft der ganzen Welt zu beherrschen oder zu vernichten. Man wird Wichtigeres im Kopf haben, als sich mit Ihnen zu befassen. Falls man Ihnen überhaupt glaubt. Oh ja, das wird man. Denn ich kann ja einen schlagenden Beweis liefern. Erinnern Sie sich noch an den letzten Sommer, als diese widerwärtige Maul- und Klauenseuche in England ausbrach? Ich werde absolut überzeugend nachweisen, dass ich es war, der diesen Virus damals verbreiten ließ. Und dass ich seitdem meine Mittel noch verbessert habe. Allergieimpfstoffe? Bakterien? Bakteriologische Kriegsführung? Mit einem Unterschied. Unser gewaltiger Fortschritt seit dem letzten Sommer ist überhaupt erst möglich geworden durch die Züchtung des Virus Omega. Unfruchtbarkeit. Totale Unfruchtbarkeit. Bei Pflanzen und Tieren. Nicht etwa nur eine Seuche in irgendeinem Land, Mr. Bond. Oder die Vernichtung der Ernte eines Jahres. Gemeint ist die Ausrottung einer Rasse. Und zwar endgültig auf einem ganzen Kontinent. Und wenn man meine Forderung nicht erfüllt, seien Sie sicher, dann beginne ich mit der systematischen Ausrottung jeder möglichen Spezies von Vieh und Getreide auf der ganzen Welt. Einschließlich der Spezies Mensch auch? Ich kann mir nicht vorstellen, Mr. Bond, dass die Vereinten Nationen es so weit kommen lassen. Sicher nicht, wenn die Wissenschaftler die kleine Probe des Virus Omega analysiert haben, die sie bekommen haben. Epidemien der Unfruchtbarkeit. Nichts wird mehr geboren, nichts keimt mehr, nichts wächst. Man wird ein Gegenmittel finden. Selbstverständlich. Wenn ich Ihnen genug Zeit gebe. Man wird Zeit haben, denn wie wollen Sie Ihren Virus verbreiten, nachdem die Welt gewarnt ist? Dieses Problem, mein Lieber, habe ich längst gelöst. Ich habe meine eigenen Spezialisten ausgebildet, meine Todesengel. Sie meinen die Mädchen? Ja, die Mädchen. Und noch viele anderswo. Und wie haben Sie sich das gedacht? Das bleibt mein Geheimnis. Wie viele 100 Millionen soll man Ihnen dieses Mal bezahlen, Blofeld? Diesmal ist der Preis eine Überraschung. Sie werden Augen machen, wenn Sie ihn erfahren. In der Zwischenzeit werden Sie als mein Gast hierbleiben. Und Sie werden sich mir nützlich machen, indem Sie den Behörden erklären, dass ich meine, was ich sage. Und dass ich es auch tun werde. Kommen Sie, ich zeige Ihnen Ihr neues Quartier.
Sie werden voraussichtlich eine ganze Weile bei uns bleiben. Deshalb verordne ich Ihnen zur Beruhigung Ihrer Nerven ein wenig Abgeschlossenheit. Oh, der arme Kerl. Der war auch so labil, dass ihr perversen Engländer auch so in euren Sport vernarrt seid. Ich erlebe das jedes Jahr, dass törichte Amateure enden wie der, so albern und unvernünftig. Ein Wachsfigurenkabinett für lebensmüde Touristen. Man kann ihnen nicht helfen. Nicht doch, Mr. Bond. Sie müssen aber lernen, Fassung zu bewahren, sonst können wir es ja gar nicht verantworten, Sie wieder zu entlassen. Bitte. Kurzerhand wird Bond in den Maschinenraum der Drahtseilbahn gesperrt. Hier führt eine Stahltrosse in die Freiheit. Über den Abgrund. Abschiedsgeschenke für euch. Vom Grafen. Persönlich. Aus Dankbarkeit. Ich muss meins gleich aufmachen. Oh nein. Es ist doch viel netter, wenn wir sie alle zugleich öffnen. Bitte setzt euch. Wir wollen auf die anderen warten. Während man fröhlich den Weihnachtsabend begeht, versucht 007, sich in die Freiheit zu hangeln. Noch hat es niemand bemerkt. Wunsch zum Heiligabend, ganz wie zu Hause. Eine kleine Aufmerksamkeit zum Abschied. Also, meine Liebe, ich trinke. Ich trinke auf eure Gesundheit. Sie soll euch erhalten. 007 hat es fast geschafft. Da setzt sich die Seilbahn wieder in Bewegung und trägt ihn unaufhaltsam auf das Mahlwerk der Zahnräder zu. In letzter Sekunde lässt er sich fallen und bleibt an einem Vorsprung über dem Abgrund hängen. Blofeld gibt seinen Mädchen zur gleichen Zeit letzte hypnotische Worte mit auf den Weg. Auf die Heimreise. Aber vorher müsst ihr noch ein wenig ruhen. 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 Es gelingt Bond, sich wieder nach oben zu ziehen. Und im zweiten Anlauf schafft er es, über eine der Gondeln in die Bergstation zu gelangen. Unbemerkt von den Wachen schleicht er durch die Räume, der Stimme nach. Ich werde euch sagen, wie und wo ihr es zu gebrauchen habt. Aber es muss ein Geheimnis bleiben. Unser Geheimnis. Und wenn ihr getan habt, was ich euch sage, vergesst es wieder. Für immer. Für immer. Und nun öffnet eure Augen wieder. Jede von euch hat ein Geschenk von mir bekommen. Es ist besonders hübsch eingewickelt. Jetzt ist der Augenblick da, es zu öffnen. Macht es auf. Seht ihr? Es ist doch wirklich hübsch, nicht wahr? Und ihr seid sicher neugierig, was drin ist. Alles dürft ihr benutzen. Nur nicht den Zerstäuber. Ihr dürft ihn nicht einmal berühren. Niemals. Bis ich euch sage, wie und wo ihr ihn benutzen sollt. Nehmt die Puderdose heraus und öffnet sie. Dreht den kleinen Knopf ganz nach rechts. Jede Nacht, Punkt 24 Uhr, müsst ihr allein sein, damit ihr das Empfangsgerät einschalten könnt, um meine Stimme zu hören. Und wenn ihr gehört habt, was ich sage, schiebt die Antenne zurück und schließt den Empfänger wieder. Also schiebt die Antenne jetzt zurück und schließt den Empfänger wieder. Und nun schließt die Augen wieder. Schließt die Augen. In ein paar Minuten werdet ihr aufwachen. Und ihr werdet euch an das, was ich eben gesagt habe, nicht erinnern. Bis ihr wieder zu Hause seid. Während die Mädchen nach unten ins Dorf gebracht werden, schnallt sich 007 ein paar Bretter unter und begibt sich ebenfalls zu Tal. Na gut, schnell! Der Engländer ist abgehauen! Der Engländer ist verschwunden! Wilde Verfolgungsjagd zu Ski beginnt. Da! Er fährt ins Dorf runter. Vor der Schlucht schneiden wir ihm den Weg ab.
geehrte Damen und Herren, Gerda. Schnell! Wir müssen ihn umzingeln! Oh, fass ihn! Auf der Eisbahn, wo zu fröhlichen Klängen die Schlittschuhläufer ihre Runden ziehen, sind Irma Bund und ihre Helfer 007 dicht auf den Fersen. Dann sind die Armvorstellung der Geschichte Gerda und Cody Jonas offen. Der Eisbahn muss nun für alle Kinder. Wann ist hinter mir hier? Kann ich dir helfen? Hast du einen Wagen hier? Da draußen. Sieht deine Stiefel aus? Ja. Da vorne steht der Wagen. Glaubst du, die haben mich gesehen? Darauf würde ich keine Wette eingehen. Du bist ja auf einmal so nett zu mir. James, wo fahren wir hin? Ich muss mit London telefonieren. Gut, dann müssen wir nach Feldkirch. Weswegen verfolgt man dich? Ich vermute, die wollen mich umbringen. Los, hinterher! Ich sehe keinen Wagen. Und ich höre niemanden Dankeschön sagen. Dankeschön, Tracy. Du hast scharfe Augen und einen wundervollen Cougar. Was machst du eigentlich hier so nah am Piz Gloria? Ich habe eine neue Leidenschaft. Wintersport? Sehr gesund. Nein, für jemanden, der Wintersport treibt. Und Papa hat mir gesagt, wo ich ihn finde. Vorsicht im Verkehr. Ich werde noch gebraucht. Da kannst du telefonieren, James. Doch mit dem Telefonieren wird es wieder nichts. Vorwärts, geben Sie Gas! Los, auf die Straße! Los, rein in die Bahn, da kommen die nicht nach. Die Bahn ist ein Crashrennen. Wir sind mitten in der Stoßzeit. Ja. Ramme den Wagen. Verkehrsregeln gibt's wohl hier keine. Schieb ihn weg. Ich hoffe, mein Hinterteil hält das aus. James! Oh. Können wir raus? Auf deine Verantwortung. Bleiben Sie doch! Den ersten Preis können Sie uns nachschicken. Ach, das hat uns gerade noch gefehlt. Weiße Weihnacht. Fahr da links rein. Ich sehe mal nach, was los ist. Hoffentlich schaffe ich das noch. Das Quartier ist aber auch nicht die Erfüllung, Contessa. Wir hätten telefonisch vorbestellen sollen. Wie erreiche ich bloß London? Wir finden schon noch ein Telefon. Tja, aber wann? Ach. Ein paar Stunden Schlaf. Wir müssen sehr früh weiter. Hier schneit es wenigstens nicht. Was hat sich eigentlich da oben abgespielt, James? Was der Secret Service treibt, ist immer noch geheim. Aber du kannst doch im Augenblick für deinen Secret Service nichts tun. Nein. Aber warum denkst du denn jetzt daran? Das mache ich ja nicht. Ich denke über uns nach. Tracy, ein Agent darf nur für sich selbst und seinen Beruf leben. Das sehe ich ein. Also müssen wir weitermachen wie bisher. Nein. Ich muss mir einen anderen Beruf suchen. Ist das dein Ernst, James? Ich liebe dich. Und ich finde nie wieder eine Frau wie dich. Willst du mich heiraten? Möchtest du das wirklich? Ja, Tracy. Mr. und Mrs. James Bond.
Acacia Avenue, Tonbridge Wells. Wie wär's mit Belgrave Square? Oder Via Veneto in Rom. Paris, direkt auf dem Eiffelturm. Oder Marokko, da locke ich dich in die Wüste. Es ist doch alles viel zu weit weg. Wir bleiben einfach hier. Aber solange wir nicht verheiratet sind, ist nichts. Auf keinen Fall im alten Jahr. Zu Befehl, mein Herr und Gebieter. Gute Nacht, Tracy. Gute Nacht, James. Noch haben wir nicht Neujahr, mein Schatz. Doch als die Verfolger am nächsten Tag die Scheune erreichen, sind die beiden Verliebten schon auf der Abfahrt. Gut so? Gut. Kurz vor dem Lawinengebiet gerät einer der Verfolger in die laufende Schneefräse. Idiot! Der hat vielleicht Nerven. Hier drei nach rechts! Und durch einen gezielten Schuss löst Blofeld eine Lawine aus. Los, schnell weg hier! Das Grab ist tief genug, da kommt keiner mehr raus, selbst 007 nicht. Schnappt euch das Mädchen! Die Vereinten Nationen, Sir, der rote Apparat. Ja, bitte? Ja, wir halten uns bereit, wie angeordnet. Ja, ich verstehe. Vielen Dank, Sir. Die endgültige Entscheidung ist wohl noch nicht gefallen. Bisher hat man nur absolute Nachrichtensperre verhängt. Aber mein Informant war ziemlich deutlich. Wie deutlich, Sir? Sie werden versuchen, Blofeld zu kaufen. Laufen Sie nicht rum, setzen Sie sich. Und der Preis? Amnestie. Und zwar für sämtliche Verbrechen, die er begangen hat. Amtliche Anerkennung seines Titels, wenn er sich ins Privatleben zurückzieht. Als Graf de Blücher. Seltsam, er scheint großen Wert darauf zu legen. Völlig anachronistischer Snobismus. Wann will man den Handel abschließen? Blofeld verlangt eine verbindliche Entscheidung des Sicherheitsrates, bis spätestens übermorgen um Mitternacht. Sehr gut, dann haben wir Zeit, um seine Alpenfestung auszuräuchern. Nein, 007, meine Instruktionen sind eindeutig. Wir zerstören dieses Institut, töten oder fangen Blofeld und vernichten den Virus. Das wurde als zu riskant abgelehnt. Denken Sie an diese Mädchen. Wer weiß, wie viele es davon gibt und wo sie überall sind. Nehmen Sie an, wir zerstören das Zentrum, von dem aus er diese Mädchen kontrolliert. Dann können Sie seine Stimme nicht mehr hören und sind ungefährlich. Ich habe meine Anweisungen und Sie haben Ihre. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Und das Mädchen, das mir bei der Flucht geholfen hat, lassen wir da? Der Geheimdienst interessiert sich in keiner Weise für Ihre privaten Probleme. Aber er ist diesem Mädchen zu Dank verpflichtet. Sie hat mir das Leben gerettet. Der Fall Bedlam ist gestorben. Verstehen Sie? Ja, Sir. Ich verstehe. Hallo, Draco. Hier Bond. James Bond. Hätten Sie Interesse an einem Sprengauftrag? Das ganze Material muss allerdings durch die Luft transportiert werden. Glauben Sie, dass wir Theresa auch finden, wenn wir da oben auf diesem Berg sind? Ich bin ziemlich sicher. Auch wenn sie nicht da ist, es gibt genug Gründe, trotzdem hinzufliegen. Das haben Sie schon mal gesagt. Ist ja wie ein Kreuzzug. Einen Drink. Ich möchte feiern. Warten Sie ab. Erst müssen die zustimmen. Denen bleibt gar nichts anderes übrig, das wissen Sie doch. Und die wissen es auch. Ich kann Ihnen alles bieten. Alles, was Ihr Herz begehrt. Und wie viele Menschen verlieren ihr Leben dafür? Aber Tracy, seien Sie bloß nicht so überheblich. Die Geschäfte Ihres Vaters werden auch nicht nach dem bürgerlichen Gesetzbuch abgewickelt.
Kontrolle Basel ruft nicht identifizierte Maschinen im Luftraum Basel. Sie befinden sich in unserem Luftraum, ohne Flugerlaubnis. Geben Sie uns Ihr Flugziel und die genauen Daten durch. Die scheinen noch nicht zu wissen, dass wir Kreuzritter sind. Geben Sie ein bisschen nach. Seien Sie nett zu mir. Dann mache ich Sie vielleicht zu meiner Gräfin. Ich bin bereits Gräfin. Aber wenn Sie mich weiterhin brüskieren, mache ich Sie zu etwas ganz anderem. Verzeihen Sie, Sir. Was ist? Wir empfangen gerade so eigenartige Funksprüche. Entschuldigen Sie mich. Foxtrot, Golf, Sierra, bitte melden. Hier Kontrolle Zürich. Ich wiederhole, Foxtrot, Golf, Sierra, bitte melden. Hier Kontrolle und? Zürich. Dieser Hubschrauber ist einer von dreien und keiner von Ihnen hat sein Flugziel angegeben. Und? Es gibt verdächtige Flugzeuge in der Umgebung. Zürich, hier ist Foxtrot, Golf, Sierra. Wir fliegen im Auftrag des Roten Kreuzes nach Italien. Blitztransport von Medikamenten. Wo brennt's denn? Ende. Bei uns liegt weder eine Meldung vor, noch ist Ihr Flug registriert. Ende. Ich wiederhole. Bei uns liegt weder eine Meldung vor, noch ist Ihr Flug registriert. Ende. Dann muss Ihre Flugliste nicht auf dem letzten Stand sein. Ende. Foxtrot, Golf, Sierra. Hier Kontrolle Zürich. Landen Sie in Zürich und machen Sie Meldung. Ich wiederhole, landen Sie in Zürich und melden Sie sich. Wollen Sie einen Mord auf dem Gewissen haben? Ich sage Ihnen doch, wir transportieren Medikamente, unter anderem Blutplasma. Wir fliegen für das Rote Kreuz im Katastropheneinsatz für die Erdbebenopfer von Rovigo, Italien. Ich wiederhole, Rotkreuz-Auftrag. Haben Sie verstanden? Foxtrot, Golf, Sierra. Ja. Kontrolle Zürich, Sie können den Flug fortsetzen. Na, also, Ende. Ist alles klar? Wir haben sich wohl damit abgefunden. Sollte einer von uns auf dem Heimweg aufgehalten werden, wo treffen wir uns, wenn wir wieder zurück sind? Draco, sehen Sie mal nach links. Ich glaube, die haben sich doch nicht damit abgefunden. Ich habe inzwischen nachgedacht über das, was Sie mir gesagt haben. Bitte, erzählen Sie mir mehr. Hier ist die militärische Luftraumüberwachung. Ihre Mission ist nirgends gemeldet. Ändern Sie Ihren Kurs und landen Sie in Zürich. Eine Jagdstaffel ist aufgestiegen, um Sie abzufangen. Ich schlage vor, dass Sie Ihre Meldelisten noch einmal durchsehen. Und zwar sorgfältig. Ende. Ich wiederhole. Kurs ändern und in Zürich landen. Fragen Sie in Genf nach. Fragen Sie beim Roten Kreuz in Genf nach. Und beordern Sie Ihre Jagdflugzeuge zurück. Meine Passagiere werden nervös. Foxtrot Golf Sierra, haben Sie Passagiere an Bord? Natürlich habe ich welche. Eine Reihe von namhaften Reportern der Weltpresse. Die haben jetzt allmählich genug von ihrem Unsinn. Und ich ebenfalls. Lassen Sie abdrehen. Ich hätte noch viel mehr zu erzählen. Doch warum jetzt? Wir haben ja noch so viel Zeit. Ich möchte gerne in das Alpenzimmer. Fühlst du dich hier nicht wohl? Ich möchte die Morgendämmerung erleben. Oh, ein fast poetisches Vergnügen. Was bedeuteten Paris alle Zauber dieser Welt, als er in der rosigen Morgendämmerung in den Armen seiner Helena aufwachte? Wann erwarten Sie frühestens die Meldung, ob man Ihre Bedingungen annimmt? Heute, irgendwann bevor es Mitternacht ist. Für dich, o Herr der Welt, dein Tag anbricht. Für dich erglänzt das Gras im Sonnenlicht. Für dich versinken Schiffe tief im Meer. Für dich sind Märkte da mit ihrem Sklavenheer. Für dich der Hammer auf dem Amboss klingt. Für dich der Dichter von Verführung singt. Hubschrauber, jeder auf seinen Posten. Ihr bringt das Mädchen. Tracy, Therese, alles in Ordnung? Ja. Denk an deine Sicherheit, Therese. Bring sie raus. Los, beeilt euch, die Zündkabel! Vorsicht, nicht einklemmen. Wird gemacht. Alle Ausgänge besetzt? Jawohl. Okay. Fertig zur Sprengung? Die Zündung erfolgt genau in 5 Minuten und 10 Sekunden. Dann wird das ganze Haus in die Luft fliegen. Hat Bond genug Zeit, um rauszukommen? Er kennt den Zeitplan. Los, einsteigen! Nein, wo ist James? Er sucht Blofeld. Wir können ihn hier nicht allein lassen. Einsteigen, habe ich gesagt. Nein, ich will, dass wir ihn mitnehmen. Bist du wohl parier?
Du passt auf, wenn sie wieder zu sich kommt. 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt! Bei einer wilden Verfolgungsjagd per Bob bleibt Blofeld irgendwann in einem Baum hängen. Und auch 007 haut es ziemlich aus der Bahn. Aber nur vorübergehend. Königliche Hoheit, my lords, ladies and gentlemen. Dieser Toast gilt Braut und Bräutigam, Mr. und Mrs. James Bond. Mister. Jedenfalls ist es mir ein Vergnügen, den Mann kennenzulernen, dem ich die Abwerbung meiner drei besten Leute verdanke. Ganz recht, November 64, die Goldfinger-Affäre. Trotzdem sind Sie noch mit einem ganz hübschen Brocken davongekommen. Übrigens, bei der Gelegenheit möchte ich Sie fragen... Jetzt werden wir erst... Den Urlaub hat er verdient. Ich gratuliere, 007. Obwohl ich offen gesagt zugeben muss, ich fand Sie manchmal etwas... Genau, das ist genau das richtige Wort, Mrs. Bond. Doch dieses Mal, mein Lieber, kann ich mich nicht beklagen. Ich mich auch nicht. Also, James, Sie wissen, dass wir nicht immer einer Meinung waren. Aber vergessen Sie nicht, wenn Ihnen irgendetwas fehlt, ich bin immer für Sie da. Ich danke Ihnen. Ich muss Ihnen aber gestehen, im Augenblick gibt es nichts, was mir fehlt. Und vergiss bitte nicht, du musst immer deinem Mann gehorchen. Versprichst du mir das? Aber natürlich, Papa. Ich habe dir doch auch immer gehorcht. Kleines Luder. Du wirst schon mit dir fertig. Zum letzten Mal nimm das an, Junge. Steig ein. Eine Frau, die man liebt, ist mehr wert als alle Reichtümer der Welt. Also auch mehr als deine Millionen Pfund. Theresa, jetzt, wo du Mrs. Bond bist, wirst du doch meinen Geburtstag nächstes Jahr nicht vergessen. Aber nein, nie. Da hoffe ich, euch beide zu sehen. Ja. Komm schon, James. Werde glücklich, mein Kind. Komm, steig ein. Auf Wiedersehen. Miss Moneypenny, was würden Sie ohne mich machen? Ich heule immer, wenn einer heiratet. Ja. 007 hat noch nie Respekt vor Staatseigentum gehabt. Du hast noch gar kein Hochzeitsgeschenk von mir bekommen. Da hätte ich eine prima Idee. Drei Jungs und drei Mädchen. Was hältst du davon? Ja, man muss klein anfangen. Aber zum Glück hat es ja keine Eile. Wir haben unendlich viel Zeit. Gar nicht so unrecht. Wir sehen aus wie eine Blumenreklame. In Wirklichkeit habe ich schon ein Hochzeitsgeschenk von dir. Das Beste von allem. Eine Zukunft. Vorsicht. Sowas soll man nicht beschreien. Er liebt mich. Unbeschreiblich. Unwiderstehlich. Unsagbar. Und? Endlich. Das war Blofeld. Ist was passiert? Alles in Ordnung. Es ist alles in Ordnung, wirklich. Sie ruht sich nur etwas aus. Wir fahren gleich weiter. Wir sind nicht in Eile. Wir haben unendlich viel Zeit.